Ja, hallo und willkommen zur nächsten Woche mit dem Thema Liebe und Beziehung. Ja, ein sehr weites Feld wieder mal. Ja, erstmal, so wie ich das sehe, also, ja, Beziehung, ich hatte schon einige Beziehungen und ich kann gar nicht genau sagen, was ich mehr für ein Typ bin. Das kommt immer bei mir darauf an, welche Phase gerade bei mir ansteht oder was mit mir abgeht gerade. Also momentan ist bei mir auf jeden Fall eher die Nicht-Beziehungsphase. Aber ich habe dann auch so meine Phasen, wo ich gerne eine Beziehung habe. Wie gesagt, ich hatte auch schon welche und die waren auch teilweise sehr schön und möchte ich auch nicht missen. Aber denn, also, keine Ahnung, ich bin so ein durchmischter Typ. Also manchmal bin ich so wirklich, oh, alles so toll und keine Ahnung, ich brauche so jemanden an meiner Seite die ganze Zeit. Und mal möchte ich einfach meinen Spaß. Ja, zu meinen Beziehungen, also. Ja, das war halt unterschiedlich. Also, ich habe so im Laufe der Beziehung eben viel dazugelernt. Für mich selber auch, wie ich mich verhalten muss und verhalten möchte auch. Ja, also die Beziehungen waren soweit alle so, dass ich überall als Mann schon direkt anerkannt war, mich auch direkt geoutet habe, dann irgendwann. Ich würde natürlich niemals mich beim ersten Date outen, weil das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich so ein Mädchen irgendwo kennenlernen würde und die das bei mir nicht merken würde. Ich glaube, ich würde halt erstmal schauen, was sich da entwickelt und dann die Karten auf den Tisch legen. Also, ich meine, früher oder später muss man es sowieso tun, hätte ich auch gar kein Problem mit, nur. Ja, also ich finde am Anfang, so direkt beim ersten Treffen, es muss nicht unbedingt sein, ist jedem selbst überlassen, aber also ich würde es nicht unbedingt machen. Und also wenn man jetzt, ich weiß nicht, die Situation hatte ich jetzt noch nicht wirklich, dass ich irgendjemanden irgendwo kennenlerne und dann anspreche, yo, wollen wir uns nochmal treffen auf dem Kaffee oder sowas, das hatte ich noch gar nicht. Ich glaube, dafür bin ich irgendwie viel zu schüchtern. Das ist, glaube ich, bei mir das Problem. Ich weiß nicht warum, aber ich bin eigentlich total schüchtern. Ich war auch jetzt ein paar Mal schon feiern mit meinem Besten und davor auch mal feiern mit anderen Leuten und immer, oh, da sind halt immer irgendwelche Mädchen, die mich antanzen oder anflirten und ich bin dann immer so, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ist echt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ich bin da irgendwie so ein Invalide. Ich kann das, ich konnte es mal, aber ich kann es inzwischen gar nicht mehr und ich kann mit sowas gar nicht mehr umgehen. Ich weiß, eigentlich müsste man wahrscheinlich zurück antanzen und zurückflirten und ich weiß nicht, aber irgendwie, ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ich würde es gern können, aber keine Ahnung, ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob da also nicht direkt Zweifel sind, aber irgendwas hält mich halt immer davon ab, dann wirklich da zu handeln. Und dabei, also es gibt wirklich Chancen, es soll jetzt nicht eingebildet oder so klingen, aber es gibt wirklich Gelegenheiten und Chancen, die sich da ergeben, aber irgendwie kann ich die nie wahrnehmen. Ja, zu den Beziehungen nochmal. Also, wie gesagt, ich wurde da auch überall als Mann anerkannt und habe auch so gelebt. Aber ja, es ist bei mir nicht so leicht. Also ich bin immer so, ich bin eher so der Typ, der erstmal so die Beziehung etwas nachhängt und mit dem Schmerz so ein bisschen zu kämpfen hat danach. Ja, ich bin da sehr emotional. Aber wie gesagt, jetzt momentan bin ich halt in meiner Phase, wo ich einfach gerne, wenn ich denn könnte, flirten würde. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch eher der Beziehungstyp, weil ich möchte auch so langsam mal, ich meine, ich bin 24, irgendwann noch mal so quasi so eine Frau kennenlernen, mit der ich mir vorstellen könnte, auch wirklich über mehrere Jahre zusammenzuleben oder mein restliches Leben vielleicht. Ja, aber ich weiß, dass man darauf, dass man danach nicht suchen soll, sondern dass es quasi einen findet. Deswegen suche ich nicht speziell danach. Ich lasse mich da einfach überraschen. Aber an sich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin zwar im Moment auf Spaß aus, aber ich glaube, wenn da jetzt so eine Frau kommen würde, die mich total umhaut, dann scheiß drauf auf meine jetzige Phase. Also die würde dann,
Ich denke mal, das würde das schon mein Denken so ein bisschen umschwenken. Es kommt ja darauf an, auch einfach, wie man so kennenlernt. Da kann sich ja alles ändern. Ich meine, mit jedem Menschen, den man kennenlernt, kann sich das ganze Leben ändern irgendwie. Und so auch mit irgendeiner Frau, die man kennenlernt. Ja, also, wie man merkt, ich bin Single. ja, und. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich so genau zu dem Thema sagen soll. Es ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt nicht gerade aus einer Beziehung raus oder so, aber es ist irgendwie schwierig zu sagen, weil meine letzte Beziehung mich hat doch an sehr vielen nicht zweifeln lassen. So, naja, es hat mich ins Nachdenken ein bisschen gestürzt. Ich habe darüber über vieles nachgedacht, was da vielleicht falsch gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe, was sie falsch gemacht hat, ob überhaupt irgendjemand was falsch gemacht hat oder ob wir beide was falsch gemacht haben. Und deswegen ich kann es im Moment gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass. Ja, was weiß ich eigentlich? Dass ich schon gerne einen Menschen an meiner Seite hätte. Aber das muss halt einfach stimmen. Das ist logisch, aber ich denke, irgendwie ist es schwierig, jemanden zu finden, wo es wirklich stimmt. Gerade. Nicht gerade auf Transbezogen, sondern gerade bei mir irgendwie. Ich bin so ein Mensch, der nicht gerade sehr einfach ist. Aber wenn ich liebe, dann liebe ich auch wirklich. Dann gebe ich dem auch alles, was ich habe. Also wirklich, ich versuche alles, damit es demjenigen gut geht. Und ja, manchmal ist es trotzdem nicht genug. Ja, keine Ahnung. Kann ich. Das Thema ist irgendwie scheiße. Ich glaube, hier irgend so ein Kack vor mich hin. Das ist unglaublich. Ja, jedenfalls, also auf Trans bezogen ist Beziehung ganz normal wie jede andere Beziehung auch. Du musst halt am Anfang oder relativ am Anfang des Kennenlernens irgendwann mal sagen, was Sache ist. Und ich meine, wenn die Person damit nicht umgehen kann, dann bringt das ja eigentlich sowieso überhaupt nicht. Und wenn sie damit umgehen kann, umso besser. Dann kann man es auch probieren und ich denke, dann wird das auch. Ich denke auch, dass wirkliche Liebe sowas locker überstehen kann, überstehen. Ich meine, ja, man ist halt nicht wie jeder andere, ist doch auch was Schönes. Ja, keine Ahnung. Mehr kann ich zu dem Thema gar nicht sagen. Das war jetzt nicht wirklich gut. Das war völlig durcheinander, es tut mir leid. Irgendwie so meine Gedanken sind etwas durcheinander gerade. Ja. Egal, also. Bla, 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 bla. Bla, bla. Egal, oh Gott, das war einfach so Qualität schlecht, vom Video schlecht und Qualität vom Reden schlecht. Also, tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao.